Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wochenorakel für die zweite Februarwoche, die Woche vom 6. bis 12.2. Wir haben diese Woche eine sehr energiereiche Woche vor uns. Am 11. ist am Samstag Vollmond, das ist sehr interessant für all jene, wo auch Vollmondrituale machen oder wo einfach die Energien des Mondes nutzen möchten für sich. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was das Orakel jetzt konkret für uns hier in dieser Woche bereithält. Und bevor wir mit der Auflösung beginnen, darfst du dir wie immer einen Stein auswählen. Und diese Woche wollte dabei sein ein orangenfarbener Kristalldiamant, ein gelb-goldener Kristalldiamant und ein magentafarbener. Stelle wie immer zum Auswählen beide Füße fest auf den Boden. Spüre, wie du dich mit Mutter Erde verbindest. Du spürst einen tiefen Sog an deinen Fußsohlen. Spürst eine Stabilität. Und spürst eine große Sicherheit. Du kannst dir auch vorstellen, wie Wurzeln oder eine Energieschnur sich aus deinen Fußsohlen herausbegibt und sich tief mit Mutter Erde verbindet. Über diese Erdungsschnur kannst du dir auch vorstellen, wie negative Energien abgeleitet werden und Mutter Erde sie liebevoll transformiert. Gerade wenn du dich schwer fühlst, dann nimm dir ein paar Sekunden Zeit, dir das vorzustellen. Und du spürst dadurch immer mehr Festigkeit und Halt in dir selbst. Und jetzt atme nochmal tief ein und aus. Du fühlst dich stabil und gleichfalls immer leichter und freier. Deine Gedanken sind völlig frei. Und jetzt kommt ein Lächeln auf dein Gesicht, wenn du möchtest, weil es sich gut anfühlt, sich so frei zu fühlen. Und jetzt geh mal ganz bewusst in dein Herzzentrum. Wenn du möchtest, kannst du deine linke oder rechte Handfläche auf dein Herzzentrum legen oder auch beide Handflächen und tief reinspüren. Jetzt schau mal, welcher Kristall spricht dich an? Welche Farbe kommt dir in den Sinn? Wo spürst du die stärkste Resonanz? Ist es orange, wo dich anspricht, das Gelb oder das Magenta? Du weißt es in dir schon. Wenn du dich entschieden hast, dann bleibe bitte dabei. Solltest du dich noch nicht entschieden haben, schau noch mal bitte nach deiner Erdungsschnur an deinen Füßen. Mach dich ganz leicht und frei. Und spür dann noch mal in dein Herzzentrum. Und entscheide dich ganz spontan. Bitte jetzt. So, ich hoffe, du konntest deinen Stein für die Woche ermitteln. Und bevor wir beginnen, stelle ich euch wie immer ganz kurz die verwendeten Karten vor. Wie immer findet ihr auch Hinweise zu den Karten unter dem Video. Wir haben dabei als allererstes aus dem Tarot, das ist diese wunderschöne Karte hier, das Greenwich-Tarot von Anne Mura. Wer die Orakel schaut, kennt die Karten schon. Sie sind sehr schön gestaltet, sehr lieblich. Ganz tolle Botschaften. Dann haben wir dabei von Doran Virtue
das Erzengel-Tarot. Ich habe die Schachtel gerade nicht hier. Das sind 78 Karten im Allegria Verlag. Da habt ihr auch so ein dickes Booklet noch dabei. Auch sehr schöne Karten, sind recht bekannt. Und ganz neu, ich habe schon länger mit ihnen geliebäugelt, eigentlich schon seit sie rausgekommen sind. Und zwar The Keepers of the Light Oracle Cards von Kyle Gray. Ganz berühmtes englisches Medium. Der Gute ist, glaube ich, noch recht jung, ich meine so Mitte 20. Und er hat dieses wunderbare Deck rausgebracht mit ganz, ganz vielen höheren Wesen, also Engelwesen, aber ganz viele Meister sind ja auch dabei. Und auch Gottheiten auch aus anderen Religionen, viele auch aus Indien, aber auch aus der ägyptischen und griechischen Mythologie, aber auch germanischen. Also sehr, sehr interessantes Orakel mit unheimlich vielen Botschaften. Also da kann man sich auch ganz toll zu den einzelnen Figuren auch belesen im Internet, weil da ist unheimlich viel Hintergrundwissen auch erforderlich. Aber ein ganz, ganz spannendes Deck. Es ist momentan nur auf Englisch. Es ist bei Hay House erschienen. Es wird wahrscheinlich irgendwann auch in Deutsch noch herauskommen. Aber wie es also ist, kann man nicht warten, wenn man ganz heiß auf dem Deck ist. Also dieses Deck ist diese Woche bei unseren Orakeln hier oder bei meinem Orakeln hier ja ganz neu dabei. Und dann beginnen wir wie immer mit unserer gemeinsamen Orakelkarte, welche die kosmischen Energien und Einflüsse der Woche anzeigt. Und hier haben wir die 7 der Schwerter. Und diese Karte ist hier sehr milde ausgedrückt. Im traditionellen Tarot finden wir hier einen Mann mit Schwertern, welches sich an einem Zelt vorbeistiehlt. Und da ist eigentlich die Botschaft etwas direkter. Hier sehen wir jemanden, der so Fuchsschwänze, welche ja auch für Falschheiten stehen, mit sich trägt. Sieht zumindest so aus. Und er hat die Schwerter auf den Rücken geschnallt. Und die Dame da vorne kann das gar nicht sehen, was da im Hintergrund abläuft. Also hier ist die Botschaft ja etwas versteckter dargestellt, nicht so offensichtlich. Und in dieser Woche geht es darum, also bei der Schwertenergie haben wir immer die Kommunikation. Und da wir hier so ein bisschen die Falschheit drin haben, geht es darum, sich vor Falschheiten in Acht nehmen. Ja, also auch für Menschen, die vielleicht nicht ehrlich zu einem sprechen, die manchmal so ja gern so ein bisschen im Hintergrund, im Verborgenen arbeiten. Also solche Einflüsse können diese Woche zu uns reinkommen. Mit den Schwertern geht es auch immer so um Konflikte, also Konflikte vermeiden, wenn es geht, schwierige Gespräche vielleicht auf die Folgewoche verlegen, wenn es irgendwie möglich ist, weil halt die Energie etwas konfliktreicher ist. Oder wenn man schon weiß, dass da vielleicht ein bisschen getrickst wird, das im Auge behalten, ja, gerade wenn es um wichtige Gespräche wie bei Verträgen geht, dass man hier nicht übers Ohr gehauen wird. Also solche Dinge. Weil hier geht es wirklich um List und Tücke. Also Fuchsschwänze bedeuten praktisch, ja, dass auch vielleicht jemand eine List gebraucht, ja. Natürlich steckt nicht nur die List drin, es bedeutet auch immer ein gewisser Grad von Intelligenz, den jemand hat. Also, dass man vielleicht auch selber Inspirationen bekommt, wenn etwas verzwickt ist, eine neue Idee, um da, sage ich mal, wieder rauszukommen, ja, also etwas zu verbessern. Also, es ist nicht nur negativ, aber insgesamt sind doch ein paar angespannte Energien unterwegs. Und bei der Karte geht es auch immer so ein bisschen um Neid. Das bedeutet, dass man vielleicht immer das, was die anderen haben, denkt, das ist besser als das, was man selbst hat. Also dieser berühmte Futterneid, der steckt da auch so ein bisschen dahinter. Also da geht es auch um Selbstbeobachtung, dass wir auch uns selbst dabei so ein bisschen beobachten. Haben wir viele Gedanken, die in diese Richtung gehen? Neiden wir jemanden etwas? Missgönnen einem etwas?
Und da wirklich mal auch so ein bisschen mit sich selbst ins Gericht gehen und sich das anschauen. Es ist auch gerade, wenn du positives Affirmieren übst oder positives Denken, ist das auch sehr ja, blockierend und nicht gerade förderlich, solche Energien. Und die können uns diese Woche verstärkt begegnen. Also hier auch ein bisschen hinschauen. Natürlich kann auch sein, dass dir jemand etwas neidet, dann begib dich nicht in diese Energie oder auf dieses selbe Niveau, ja, geh nicht in diesen Konflikt hinein, sondern schütze dich eher davor, ja, also Konflikte nicht unbedingt einladen, wir haben hier diese offene Tür, ja, wo das da so reinfliegt. Es geht bei sich selbst zu bleiben, an sich selbst und an das Leben zu glauben, auch an das Gute im anderen zu glauben, also die Energie, die du aussendest, dass die auch wieder zu dir zurückströmt. Dann, wenn so Zweifel aufkommen, auch Selbstzweifel, dass du dich vielleicht nicht so gut fühlst, gerade wenn eine Person dir gerade noch sagt, das ist aber gar nicht toll, was du machst und das kannst du nicht und jenes kannst du nicht. Manchmal ist das auch nur ein Trick, um dich einzudämmen, dass du in deiner Entwicklung nicht weiterkommst. Also natürlich ist konstruktive Kritik gut, um sich zu entwickeln, aber manchmal ist es auch wirklich ohne Hand und Fuß. Ja, das gibt es auch. Und da genauer hinzuschauen, ist es sowas vielleicht? Und dabei geht es darum, auch diese Selbstzweifel zu überwinden, in der eigenen Kraft zu bleiben, die negativen Gedanken zu erlösen. Und im Grunde genommen, also Gedankenhygiene zu betreiben. Also schütze dich vor negativen Gedanken in dieser Woche. Nimm da nicht zu viel auf. Wir sind in dieser Woche auch sensibler, gerade mit dem Vollmond am Ende der Woche. Und dass wir da nicht so viel an uns ranlassen, in uns aufnehmen. Da rechtzeitig Grenzen ziehen, sich nicht unbedingt gerade in die schwierigsten Themen diese Woche rein stürzen, sondern einfach so ein bisschen Abstand suchen, wenn das irgendwie möglich ist. Ja, wir haben hier sehr viel Grün auf der Karte drauf. Das ist auch immer ein Hinweis, dass wir unsere Energie auch in der Natur aufladen können, dass wir da Kraft sammeln können. Erdung ist ein wichtiges Thema. Die Schwerter sind sehr kopfgedankenlastig und dass wir dann schauen, dass wir gut geerdet sind. Ja, also ruhig auch in die Natur gehen, mal was anfassen, berühren. Solche Dinge sind hier wichtig. Auch gesunde Lebensmittel zu sich nehmen, vielleicht auch grüne Sachen, wenn dir das bekommt, das ist gut, um diese Erdung zu stärken. Also eine interessante Wochenbotschaft. Wir haben wichtige Hinweise gekriegt, wo wir aufpassen dürfen, aber auch was nützlich für uns sein kann. Ja, also sehr gut. Jetzt lege ich uns die Karte mal hier so außen hin, dann haben wir sie noch so ein bisschen im Blick während des Orakels. Ich nehme das gerade mal so ein bisschen nach hinten. Und dann beginnen wir mit dem ersten Orakel. Wenn du dich für den orangefarbenen Stein entschieden hast und Orange steht für das Sakralchakra, also auch der Sitz der Sexualität, der inneren Sicherheit. Und es kann bei dir darum diese Woche auch um Erotik gehen, dass du erotische Begegnungen hast oder dich auch leidenschaftlicher fühlst, deine Erotik, deine Leidenschaft geweckt wird. Wir haben in der Farbe das Genießen drin, also den Genuss, nicht nur den körperlichen Genuss, auch vielleicht, dass du Lust hast auf ganz bestimmte Sachen zu essen, ne? Oder vielleicht auch Süßigkeiten, also einfach genießen willst, dir was Besonderes gönnen, was auch immer dir da beliebt. Solche Dinge stecken dahinter. Vielleicht auch eine Aufforderung, dass du dir mal wieder etwas gönnen solltest. Vielleicht hast du das so nicht zugelassen in letzter Zeit. Jetzt ist es mal wieder notwendig. Und es steht für Zuwachs und Fülle. Das ist sehr schön. Also wir haben hier immer in Orange auch die Fülle darin. Auch die finanzielle Fülle. Ja, dass hier etwas mehr wird. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret, was deine Karten hier zeigen möchten. Ich lege das mal so drunter.
und schauen uns deine erste Karte aus dem Tarot an. Und das ist die 9 der Münzen. Und was kann besser für Fülle stehen als die Münzen? Münzen sind die Erdkraft, Münzen sind das Materielle, auch das zum Anfassen. Und mit der 9, das siehst du schon selber, das ist eine sehr, sehr positive Karte, drückt auch immer die Familie aus, das Heim, das Wohl. Vielleicht magst du nicht nur dir was gönnen, sondern auch deiner Familie etwas gönnen. Möchtest zum Beispiel mit denen ein schönes Essen machen, einfach Dinge, die euch gut tun. Ja? Vielleicht ist innerhalb der Familie auch ein vermehrtes Beisammensein, eine größere Wärme, wieder mehr Annäherung, mehr Zeit füreinander. Also es ist auf jeden Fall eine gute Woche für dich, eine sehr schöne Aussage mit deiner Tarotkarte, wird die positive Kraft hier von Orange auch nochmal unterstützt. Es warten positive Überraschungen diese Woche auf dich. Wenn etwas schwierig war oder angespannt war, kannst du davon ausgehen, dass eine ganz plötzliche Besserung eintritt, dass sich ganz spontan etwas verbessern wird, vielleicht auch, womit du gar nicht gerechnet hast, weil das hängt auch immer mit der Überraschung zusammen, dass etwas ganz spontan kommt, vielleicht auch eine spontane Einladung, irgendetwas, wo dir auf jeden Fall guttun wird, wo dir Freude macht. Beruflich auch eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche, gerade auch wenn du selbstständig bist, wo du vielleicht auf Aufträge wartest, auch finanzielle Zuwächse benötigst, solche Dinge, kann hier alles anstehen. Also sehr, sehr schön, da kannst du dich richtig freuen. Auch Menschen von außen, welche auf dich zukommen, es ist eine Begegnungskarte. Wir haben hier sehr viel Leben auf der Karte drauf. Also das bedeutet, dass auch Menschen von sich aus auf dich zukommen. Im Beruflichen vielleicht auch Kunden, ja, oder auch wenn du angestellt bist, kann es sein, dass du Aufträge reinholst oder irgendwelche wichtigen Gespräche anstehen, dass hier Menschen auf dich zugehen und dass es positiv sein wird, ja. Und in dem Fall, dass du dir finanziell etwas erwartest, ist es natürlich hier eine ganz tolle doppelte Aussage mit Orange und mit der 9 der Münzen, dass hier auch wirklich auch Geld ins Haus kommen kann. Also sehr schön, ganz toll. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht magst du mir berichten, was sich bei dir da Tolles ereignet hat in dieser Woche. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich lege die Karte hier nach hinten und wir gehen zur nächsten Karte bei dir. Das ist auch eine Tarotkarte aus dem Engel-Tarot. Ja, und du kriegst den Stern mit Erzengel Jophiel. Also es ist eine ganz, ganz tolle Woche vor dir. Schau mal, diese ganz tollen Kombinationen, lauter super positive Karten. Der Stern gehört mit dem Tarot zu einer der höchsten positiven Karten neben der Sonne noch. Also ganz, ganz wunderbar. Es steht natürlich auch für die Spiritualität. Und Erzengel Jophiel ist der Engel der Lebensfreude und der Engel der Freude. Und da Orange ist auch immer so eine Farbe, wenn jemand einen Schock erlitten hat oder einen Kummer erlitten hat, gibt man da gern Orange rein. Also gerade wenn ihr auch Haustiere habt, wo ihr zum Tierarzt fahren möchtet, gerade eine Orange in eine Decke reinlegen, das beruhigt so etwas. Das kommt auch aus dem Aurasoma, dass man da Orange nimmt, um gegen Schocks anzugehen. Also das ist ganz interessant. Vielleicht ist es kein Zufall, dass auch bei den Rettungsfahrzeugen oft diese Matten orangefarben sind, wo die Kranken dann draufgelegt werden. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist oder Zufall. Ja, also wie gesagt, Erzengel Jophiel ist der Engel der Lebensfreude und der bringt hier ganz groß Kraft rein, der bringt hier einen Schub rein und diese Karte war schon so positiv und mit deinem wunderbaren Kristall wird hier das nochmal unterstützt. Ich lese jetzt mal noch vor, was da drauf steht. Ein Traum wird wahr, glaube an dich, das Ende einer schwierigen Situation. Ja, also auch hier nochmal die Bestätigung. Wenn etwas schwierig war, wenn etwas anstrengend war, hier kommt definitiv Entspannung rein. Vielleicht auch ganz plötzlich.
wo du gar nicht mehr damit gerechnet hast. Erzengel Jophiel ist auch der Engel der Hoffnung, ja, der hier wirklich die gute Zukunft verspricht. Freue dich, ja, sei frei, sei gelassen. Die Schwierigkeit löst sich jetzt auf. Man bringt dir hier die Lebensfreude zurück und auch das positive Denken, dieses positive Lebensgefühl. Also wunderschön. Hier haben wir die Sterne drauf. Vielleicht haben wir auch diese Woche viele klare Nächte. Ich weiß es nicht, was angekündigt ist. Vielleicht magst du auch einen Wunsch in den Sternenhimmel schicken und Erzengel Jophiel hier hinzuziehen, dass er einfach ja, diesen Wunsch begleiten mag für eine gute Zukunft. Also die Sterne stehen ja auch für die Zukunftssicht, auch für die Klarheit, dass jetzt Klarheit bei dir reinkommt, ja, dass du in Klarheit kommst bei gewissen Themen, wo vielleicht noch unklar waren. Und wenn es dir vielleicht auch schwer gefallen ist, spirituelle Themen zu leben momentan, das kann ja sein, gerade wenn man viele Probleme hat, hat man manchmal so gar nicht den Kopf für Meditieren oder irgendwas in der Richtung zu tun. Gerade dann, wenn man sollte, ist man blockiert und kann nicht. Und vielleicht spürst du jetzt auch wieder mehr die Anbindung nach oben. Deine Kanäle öffnen sich, weil die Sterne sind ja auch immer für die Spiritualität. Wir haben hier die Wasserkelche drauf, die ausgeschüttet werden. Also die Intuition verbessert sich. Es kommt alles wieder mehr und mehr in Fluss. Ja? Und wir hatten ja zu Beginn gesagt, auch das Sakralchakra, wo für die Sexualität steht. Vielleicht war auch hier etwas blockiert in dir. Du hattest gar nicht mehr so Lust oder Gefühle. Vielleicht war da irgendwas auch blockiert in dir aus Frust, aus Stress, wie auch immer. Und dass jetzt hier auch wieder mehr Lust auf deinen eigenen Körper vielleicht auch zurückkommt. Dass du dich mehr um dich kümmerst, dich mit dir beschäftigst, ja. Dir auch Dinge gönnst, wo du dir nicht gegönnt hast, ja. Dir was Gutes tust, ja. Und etwas Gutes tun muss nicht immer nur heißen, dass wir jetzt hier schlemmen, so wie ich es zu Beginn gesagt habe. Mir kommt hier auch in den Sinn, sich Gutes tun kann bedeuten, dass man auch sagt, Mensch, ich probiere eine neue Ernährungsweise aus oder ich tue was anderes für mich oder meinen Körper, ja, was mir jetzt gut tut, weil die Sterne stehen nicht nur für die Klarheit, sondern auch für die Reinigung, ja, für die innere Reinigung. Also sehr interessant bei dir, dein Orakel. Und dann schauen wir mal deine letzte Karte an. Ja, und das ist Freya. Und die kündigt hier die Phasen und Zyklen an. Schau mal. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant, die Karte, die du hier gekriegt hast. Also die Phasen und Zyklen, die markieren hier ein Ende von etwas, dass etwas zu Ende geht oder zu Ende ist und etwas Neues beginnen kann. Also so eine Art Neustart bei dir. Ja? Und dass die Schwere rausgeht, das passt ja sehr gut zu deinen anderen Karten. Dann steht sie auch dafür, wenn irgendwo Illusionen sind, dass du dich in eine Richtung verrannt hast oder an etwas festgebissen hast, wo du merkst, Mensch, das wird nichts, ja, dann kannst du das jetzt aufdecken für dich. Und das hat auch wieder mit der Klarheit der Sterne zu tun. Du erkennst das jetzt, ja, du deckst diese Illusion auf und kannst es loslassen, kannst es entlassen. Und die Freya ist auch eine Mondgöttin und steht auch für die Liebe und Ehe. Und das passt auch toll zu dieser Karte, wo ich ja gesagt habe, die familiäre Gemeinschaft ist wichtig. Also hier die Energie von Freya, wenn du mit ihr arbeiten möchtest, kannst du sie auch rufen, ja, deine Liebe zu beschützen, deine Ehe zu beschützen, deine Kinder zu beschützen, ja. Also wenn du in der Richtung arbeiten möchtest, gerade auch mit der Mondenergie, sie wird als Mondgöttin benannt. Und wir haben ja Vollmond am Samstag, das passt ganz, ganz toll. Ja, gerade wenn du mit Ritualen arbeitest, wenn du hier noch etwas loslassen möchtest, etwas entlassen möchtest, dann kannst du da ganz toll mit dieser Energie arbeiten. Freya kündigt immer Wachstum an.
Und das passt hier zu deinem Stein und zu den beiden Karten. Also es ist ein ganz toller Abschluss. Es ist bei dir hier ein ganz rundes Orakel, dass jetzt Wachstum zu dir kommt. Eine Tür schließt sich, eine neue wird sich öffnen. Ja, also wunderschön, was du hier für eine starke Begleiterin hast. Wir haben hier noch den Raben. Die Raben stehen für die Boten der Anderswelt. Ja, so haben unsere früheren Vorfahren das genannt, die Anderswelt, die Astralebene. Und ich habe ja hier schon gesagt, die Intuition wird verstärkt. Bei Vollmond sind die Schleier auch immer dünn zur anderen Seite. Deine Intuition wird besser. Achte mal diese Woche darauf, ob du vermehrt Rabenvögel in deiner Nähe wahrnehmen kannst. Dann ist das auch eine Botschaft von Freya. Ja? Wenn du die vermehrt sehen kannst oder vielleicht sogar eine Feder findest, so etwas in der Art sind alles Hinweise für dich. Also wunderschön, du hast drei ganz zauberhafte Karten. Ich überlege gerade, welche ich dir hier oben drauf legen soll. Mir gefällt natürlich der Stern super gut, weil ich auch auf Lila stehe. Ich lege dir die beiden hier oben hin und lege dir hier deinen Stein der Fülle noch oben drauf. Ich wünsche dir eine ganz zauberhafte Woche. So, gehen wir zum nächsten Orakel. Wenn du dich für den gelb-goldenen Stein entschieden hattest. Ja, und Gelb-Gold steht für die Lebensfreude schlechthin. Es ist die Farbe des Solarplexus-Chakras, also unserer inneren Sonne. Ja, deine innere Sonne möchte leuchten. Schau mal, diese Karte, die strahlt ja auch so, ne? Das sieht man richtig, dieses grelle Gelb. Es steht in dieser Woche für den inneren Frieden, die Farbe, für die innere Sicherheit und für den Reichtum. Aber es geht hier nicht so sehr um den Reichtum von Geld, so wie hier, sondern es geht bei dir diese Woche darum, deinen inneren Reichtum zu erkennen. Welchen Reichtum du in dir trägst, an Gaben, an inneren Geschenken, an Talenten, all diese Dinge, deinen eigenen inneren Reichtum in dir. Nicht so sehr den Reichtum im Außen zu suchen, sondern in dir selbst deinen verborgenen Schatz zu finden. Ja? Und wenn wir unseren verborgenen Schatz finden, dann haben wir die Möglichkeit, natürlich daraus Geld zu machen. Ja? Also wenn wir besondere Gaben in uns tragen, die nach außen bringen, kann es schon sein, dass ein Beruf daraus entsteht, du deine Talente nach außen bringst und du dann damit Geld verdienen wirst. Aber darum geht es in erster Linie nicht, sondern dass du deine eigenen Gaben und Geschenke in dir entdeckst, ja? Und dann schaust, was möchte ich damit tun oder auch nicht, ja? Also ganz spannend. So, dann gehen wir mal zu deiner ersten Karte. Auch für dich eine ganz tolle Wochenenergiekarte, und zwar die drei der Kelche. Die Kelche stehen für die Liebe, die Kelche stehen für die Gefühle. Und wir sehen hier drei ganz tolle Damen, wunderhübsche Damen, die hier miteinander feiern. Die bechern richtig, ja. Also das kann bedeuten, dass du diese Woche wirklich Feste feierst, dass du das Leben genießt. Vielleicht hast du auch eine Einladung. Jetzt ist Faschingszeit, ja, jetzt gehen ja schon so kleine Sachen da los. Vielleicht gehst du auch da irgendwo hin oder du bist irgendwo eingeladen auf einen Geburtstag, irgendeine andere Festivität, wo du hingehen möchtest oder ein schönes Ausgehen, ein schönes Treffen, ja. Wobei hier jetzt nicht unbedingt ein Date mit gemeint ist, das kann sein, aber es sind mehrere Personen als zwei drauf. Also auch irgendetwas Größeres, wo mehrere Menschen auch zugegen sind. Und die Karte kommt so leicht daher und die Menschen gehen hier aufeinander zu, die drei Damen. Das bedeutet auch offen sein. Sei offen für mehr in deinem Leben. Also, dass dir mehr zufließt. Ja, der Becher, der Kelch ist voll, er ist übervoll. Ja, und er ist nicht leer. Und das hängt auch mit deiner Grundenergie zusammen, die Lebensfreude, die Dinge positiv zu sehen, das Positive anzuziehen. Und wie gesagt, den Reichtum nicht nur im Außen zu suchen, der kommt von alleine dann zu dir, wenn du deinen eigenen inneren Reichtum in den Fokus, in die Mitte setzt, ja, nach dir schaust, was ist hier in mir, was möchte hier nach außen dringen. Also wunderschön.
Die Karte steht auch dafür, vielleicht bekommst du auch irgendwo ein Lob oder eine Belohnung, ja, dass jemand mit dir anstoßen möchte, dass man dir schöne Dinge auch sagt, die dich unterstützen, ja, hier in deinem Selbstwert, in deinen Talenten, ja. Vielleicht brauchst du auch so einen Anstoß, dass du dich traust, das, was in dir steckt, noch mehr rauszulassen. Und da möchte das Orakel dir hier richtig Mut machen, ja. Also wunderschön. Natürlich mit der Liebe, wo da drin steckt in den Kelchen, kann für dich auch eine sehr gefühlvolle Woche anstehen, auch beim Thema Liebe, dass hier schöne Begegnungen stattfinden, dass alles sehr sanft und sehr harmonisch auch verläuft. Ja, also sehr schön. Und wenn du da noch Zweifel hast, dann geh da mal ein bisschen aus dieser Zweifelecke, die Selbstzweifel, wo einen manchmal so quälen, geh da raus. Ja? So, schauen wir deine nächste Karte an. Und da sind wir gespannt. Da kriegst du einen mächtigen Engel, nämlich die Gerechtigkeit ist die Botschaft hier. Und das ist Erzengel Raguel. Und er hat hier diese Waagschalen, ja, wo hier abwägen. So eine Art Ausgleichung, ja. Und auch eine höhere Ebene ist hier immer mit gemeint. Ich lese dir mal vor, was hier drauf steht. Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit. Entscheidungen zu deinen Gunsten. Gib nicht auf. Also vielleicht gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo so ein innerer Kampf in dir auch sich bewegt. Weil hier geht es um das Thema Gleichheit und Gerechtigkeit. Vielleicht ist dir ein Unrecht widerfahren, ja, oder man hat dich bei irgendeiner Sache nicht gut behandelt. Es kann sogar sein, dass du einen Streit führst, ja. Also diese Karte steht auch immer für Behördenangelegenheiten, Rechtsgeschichten. Wenn sowas dein Thema ist, dann macht man dir Hoffnung, dass dir Recht geschieht. Und Erzengel Raguel ist der Engel des Rechtes und der Gerechtigkeit. Erzengel Zadkiel auch, also sie sind beide in dem Bereich. Es wird in der Literatur mal mehr Zadkiel angeführt, wobei Zadkiel auch Dinge mehr erlöst, wo ganz schwierig sind und Raguel wirklich hier für Ordnung sorgen möchte. Darum kommt er hier auch wie so eine höhere Instanz. Ja, also wenn wir an einen Richter denken, ja, schon vom Auftreten her, ne, da merken wir gleich so, hier ist jetzt jemand, wo die Aufgabe hat, Recht zu sprechen, ja. Und so kommt die Energie hier auch rein. Also man möchte dir helfen. Die Botschaft, also der Karte, ist, dass man dir helfen möchte, die richtige Entscheidung zu treffen für dich, aber auch, wenn du es gar nicht mehr in der Hand hast, dass die richtige Entscheidung getroffen wird, dass du Schutz erhältst, dass du Führung erhältst. Führung bedeutet, dass du an die richtigen Stellen geführt wirst. Bitte ruhig darum, wenn du ein Problem hast, wo du eine Beratung benötigst, jemanden, der bei einer Sache mehr Ahnung hat, dann bitte darum, dass man dich an die richtigen Stellen, an die richtigen Knotenpunkte führt. Das kann sein, dass dir jemand einen Tipp gibt, dass du irgendwo was liest. Einfach, dass du an die richtigen Stellen geführt wirst, die dir helfen, dass du dein Recht bekommst, ja? Auf jeden Fall bringt er Harmonie und Balance rein. Auch wenn es ein Streit unter Privatleuten ist oder eine Diskrepanz bei irgendetwas oder ein Telefongespräch schwierig verläuft, dann bitte ihn hinzu, dass da einfach genug Harmonie und wieder Balance reinkommt und vor allem Fairness, ganz wichtig für alle Beteiligten. Also bitte nie darum bitten, dass andere ganz schlimm dran sind oder sowas. Ja, geht nicht um diese Sache, dass wenn du irgendein Thema hast, dass du möchtest, ich gewinne jetzt und den anderen kann es gehen, wie es will, nach mir die Sinnflut. Darum geht es nicht. Bitte immer um Fairness und bleib dann auch im Inneren fair. Das ist nämlich dann oft die Gefahr. Und wenn wir das tun, können wirklich Wunder geschehen. Und ich kann euch sagen, ich habe das selbst schon Wunder erleben dürfen. Ja, also ganz, ganz wunderbare Energie für dich, die dir sehr, sehr viel Hoffnung bringt.
dir wird geholfen. Dann haben wir hier noch einen Hinweis der Ordentlichkeit. Also wenn du irgendwelche Papiere unterschreiben müsstest diese Woche, Verträge, irgendetwas oder Papiere abzugeben hast für irgendetwas oder eine Prüfung, Arbeit schreibst, so etwas, dann geht es nochmal darum, so eine Art Prüfinstanz, also dass du selber dich nochmal prüfst, etwas nachrechnest, etwas nachkontrollierst, schaust, sind die Unterlagen wirklich vollständig, habe ich hier irgendwas vergessen oder vielleicht auch bewusst vergessen, weil ich dachte, das ist besser für mich. Nein, schaue, dass du hier in die Fairness gehst, in die Ordentlichkeit und ruf ihn ruhig hinzu, na, wenn du das ausfüllst und dass das hier für dich gut werden wird. Also das ist die Botschaft der Karte. Und er ist ein großer Schlichter und Helfer, um Missverständnisse aufzuklären. Ja, wenn irgendwo ein Missverständnis entstanden ist, wo du denkst, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das nicht gelöst wird, dann rufe ihn hier dazu. Er sorgt für die nötige Balance. Und du hast ja diese wunderschöne Grundenergie der Leichtigkeit, des Festefeierns und die trägt dich auch durch die Woche. Ja, und hier ein ganz starker Begleiter. Und es kann natürlich sein, das kommt mir jetzt hier so rein, dass du dieses Thema noch etwas länger benötigst. Ja, wenn das so ist bei dir, dann nimm dir hier Raguel ruhig auch noch für die kommenden Wochen mit an deine Seite. Das muss sich jetzt nicht nur auf diese Woche beziehen. Also ich denke, dass die ein oder anderen, welche das Orakel schauen, wissen das, dass sie hier ein Thema haben, wofür sie eine besondere Wichtigkeit noch hat. So, und jetzt schauen wir deine letzte Karte an. Und da haben wir die Energie von Maria Magdalena, die Begleiterin von Jesus Christus. Also eine wunderschöne Karte, sie ist sehr schön dargestellt hier mit den Rosen und mit dem Rot auch das Feuer der Leidenschaft, der Liebe, die Lilien, die hier für die Unschuld aber auch stehen, für die innere Reinheit, Harmonie und Frieden. Und das bringt sie hier auch mit, diese Harmonie und den Frieden. Also wenn hier diese harte männliche Seite angezeigt wird, die manchmal etwas herrschend ist und Dinge auch vielleicht etwas ja, rücksichtslos durchsetzt, ja, weil das einfach der männlichen Seite zugesprochen wird, kommt hier die absolute Sanftheit rein. Und das macht natürlich wieder diese Ausgewogenheit. Und Maria Magdalena wird in der Geschichte erwähnt, da steht hier auch Teacher Awakens, also dieses Lehrererweckung, ja. Sie kann eine Lehrerin sein, wenn man sie ruft. Ja, wenn du irgendwo ein Thema hast, wo du gerade auch in spiritueller Richtung, wenn es um deine Hellsinne geht, wie Hellsicht, Hellfühlen, Hellhören, kannst du sie rufen? Sie wird in der Literatur auch so erwähnt, dass sie selber hier Eingebungen hatte und jetzt so eine Art Lehrerfunktion übernimmt. Also gerade wenn man ihre Energie zu sich ruft und das spüren möchte. Und es kann eine Botschaft sein, dass in dir so eine Art Lehrer wohnt, der jetzt erweckt werden möchte. Vielleicht möchtest du anderen was beibringen, etwas unterrichten und dann ist sie eine starke Begleiterin. Aber es kann auch sein, dass du etwas lernen möchtest. Dann rufe sie auch hier. Also für beide Seiten ist das sehr nützlich. Sie kann dir helfen, deine innere Führung zu finden, wenn du zum Beispiel Kontakt zu deinem Geistführer suchst, ja, dass du hier mehr in deine Führung kommst, auch den richtigen Lehrer findest, du den richtigen Lehrern geführt wirst. Und deinem inneren Ruf auch zu folgen, also das, was deine Seele spricht, was deine Seele hier in diesem Leben erreichen möchte, dass du darauf wieder mehr hören kannst und das auch in Umsetzung bringst. Dann wird sie ja als eine Frau erwähnt, die auf sehr viele Hindernisse gestoßen ist. Man hat ihr ja sehr viel nachgesagt, darauf möchte ich jetzt nicht alles eingehen. Auf jeden Fall hat sie Hindernisse überwinden müssen. Und das ist auch eine Botschaft von ihr. Ich habe Hindernisse überwunden, ich habe es geschafft und du schaffst das auch. Also sie möchte dir Mut machen, wenn dich irgendjemand hier miesepetrig etwas machen möchte. Dir sagt, das klappt nicht, das wirst du nicht schaffen, du bist zu schwach. Dann möchte sie dir Mut machen.
Lass dich nicht aufhalten von miese Bildern. Lass dich nicht aufhalten von Menschen, die wo vielleicht deine Talente untergraben. Und da sind wir wieder beim Anfang des Orakels. Ich habe ja gesagt, in deinem Stein steckt diese Woche ja diese eigene Kraft, ja, die zu entdecken, dein eigener innerer Reichtum, deine Talente. Und da möchte sie dich bestärken, dass du mehr und mehr in deine Talente gehst und dich hier nicht stoppen lässt. Ja, dass du ins Vertrauen auch kommst, in die Freude. Und gerade wenn da Leute sind, die dir wirklich Schwierigkeiten machen wollen, dann ruf hier ganz besonders Raguel hinzu. Er wird hier dir Ordnung bringen, ja, dass du dich ganz konzentrieren kannst hier auf das, was im Moment für dich wichtig ist. Sie verstärkt besonders die Hellsichtigkeit, ihre Nähe, wenn du mit ihr arbeitest, gerade wenn du auch mit jemandem zusammenarbeitest, wo du vielleicht übst, dann könnt ihr sie dazu rufen. Sie verstärkt auch die Hellsicht und auch die Engelssicht, wenn du in diese Richtung arbeiten möchtest. Auf jeden Fall eine Verstärkung der Gaben. Und wie ich schon sagte, mit dem Rot wird die Leidenschaft geweckt. Ja, deine innere Leidenschaft. Die Leidenschaft natürlich für ein Thema, wo dir wichtig ist, kann auch für eine Tätigkeit sein. Aber natürlich auch die Leidenschaft für die Liebe, wenn da irgendetwas gibt, wo noch in Stockung geraten ist, wo nicht ausgewogen ist, wo nicht im Ausgleich ist. Du spürst jetzt vielleicht diese leichte Energie diese Woche, aber hier blockiert noch etwas in dir. Dann bringt sie dir hier auch, hier ist ja sehr viel Rot und die Rosen drauf, die Blumen der Liebe. Dann bringt sie dich vermehrt und mehr in deine Selbstliebe auch und ist auch für die Herzöffnung zuständig, dass du hier wieder mehr und mehr Liebe zulässt, Leidenschaft in deinem Leben. Ja, sie hat ja geliebt. Also man sagt ihr ja nach, dass sie in Jesus verliebt war. Und das ist einfach eine starke Botschaft. Also Liebe geht durch Raum und Zeit. Ja, also dass sie praktisch auf ewig verbunden sein wird. Und das ist so ihre Botschaft. Und dass auch du das schaffen wirst, in die Selbstliebe zu kommen, aber auch dich für die richtige Liebe in deinem Leben zu öffnen, falls sie noch nicht in deinem Leben ist. Ja, vielleicht hast du ja auch schon den oder die richtige Partnerin an deiner Seite, wo du die Liebe, die Leidenschaft leben kannst. Lilien stehen auch für die Sexualität, passt sehr gut zu deinem Stein nochmal hinzu, also gerade was das so Sakralchakra betrifft. Also, eine wunderschöne Botschaft für dich diese Woche. Ich lege dir ihre Karte hier oben drauf und lege dir als zweites noch die Kelche für die wunderbaren Feste dazu und hier den Stein für die Förderung deiner inneren Reichtümer. So, jetzt gehen wir zum letzten Orakel, wenn du dich für den magentafarbenen Stein entschieden hattest. Ja, und Magenta, wer die Orakel öfters schaut, weiß, dass Magenta eine ganz besondere Farbe auch ist. Magenta steht für die göttliche Liebe, für die höchste göttliche Liebe. Magenta steht für die Liebe zu allem, also zu Tieren, zu Pflanzen, zu dem Planeten an sich, zu allen Menschen, die darauf sind. Ja, also es ist die höhere Liebe, die keine Grenzen kennt. Und bei dir geht es momentan darum, deine eigene in dir wohnende Göttlichkeit, deine eigene innere Schönheit mehr und mehr nach außen zu bringen, sie zuzulassen, ja, dich auch zu trauen, vielleicht über das Thema Spiritualität zu sprechen, über die Nächstenliebe auch zueinander. Ja, es ist auch Farbe vom Christuslicht, also dass man einfach mehr auch darüber spricht, dass es wichtig ist, dass wir Menschen aufeinander achten sollen, dass wir gut zueinander sein sollen, ja, dass sich das über Völkergrenzen hinwegsetzen sollte und so weiter. Solche Themen sind hier drin. Vielleicht bist du auch in dem Bereich schon tätig, setzt dich da auch schon ein, möchtest mehr Gehör finden, all solche Dinge, ja. Oder stehst auch noch am Anfang. Aber das ist alles in Ordnung. Das ist eine wunderbare Energie, die hier zu dir kommt. Und wir schauen deine erste Karte an. Und das ist der König der Münzen. Schau mal.
Ich mag den König der Münzen, wie er so gemütlich ist. Er sitzt hier immer so ein bisschen vollgefressen. Im Hintergrund ist auch noch so ein Schweinchen, ne? Ich meine, das ist eine Kuh. Also auf jeden Fall ein Tier, wo auch für Fülle steht, ein Ochse oder so. Sind ja alles Tiere, die für Fülle stehen, für Reichtum. Und der König hat ja schon was geschafft im Leben. Und er sitzt hier so, als ob er sich ausruhen möchte, ja, auf seinen Lorbeeren. Und das kannst du aber auch. Du kannst stolz sein auf das, was du bis jetzt in deinem Leben schon erreicht hast. Bei dir geht es diese Woche um das Thema Erdung, geerdet sein, ja, dass du besonders darauf schaust, dass du ja etwas machst, was sehr, sage ich mal, dich in die Erdung bringt, ja, dass du. Bei dir geht es nicht so sehr, dass du dich diese Woche um spirituelle Themen jetzt bemühen müsstest, weil das wirkt schon in dir, ja. Also diese starke Verbindung, das Christuslicht, dieses Nächstenliebeserleben, das wirkt schon in dir, das wird immer stärker, das begleitet dich diese Woche. Vielleicht kommst du da auch mehr ins Fühlen. Bei dieser Karte geht es wirklich mehr darum, dass du auch Dinge tust für dich, wo dir Spaß machen, wo dir gut tun. Weil wir haben ja zu Beginn dieses etwas angespannte Karte gehabt, wo wir eigentlich uns gar nicht so reinziehen lassen sollen, weil alle drei Orakel hatten ganz, ganz tolle Grundkarten mitbekommen, die eigentlich nur so von Fülle strotzen. Und das ist ein Zeichen, dass wir absolut diese Woche es uns gut gehen lassen sollen und uns nicht von irgendwelchen Sachen, Kleinigkeiten von außen umwerfen lassen sollen. Vielleicht kommt auch, sag ich mal, von außen, auch über die Medien diese Woche irgendwas rein, was ein bisschen anstrengend ist. Wir sollen uns da nicht aus unserer Mitte reißen lassen. Ja, also es geht wirklich darum, dass wir positiv bleiben und dass du dich diese Woche um dich kümmerst, dir eine gute Zeit machst. Ja, wenn du beruflich diese Woche wichtige Vorhaben hast, kündigt das auch eine gute Zeit an, gute Zeit für Arbeit und Geschäfte. Der König hat ja eine gewisse Kompetenz, ne? Er hat schon was erreicht. Das ist die Karte auch vom Chef und so weiter. Und dass du auch mehr und mehr in die Selbstsicherheit kommst in deinem Leben, dass du auch gewisse Kompetenzen hast, die du mehr nach außen bringen darfst in deinem Bereich. Vielleicht möchtest du auch eine Art Berater oder Coach sein, dass du andere beraten möchtest, ihnen was mitteilen möchtest. Dann geh da mehr ins Selbstvertrauen und mach es vom Herzen her, so wie das dir wichtig ist, wie es richtig sich für dich anfühlt. Und da bist du auf dem richtigen Weg. Und schau mal, das fällt mir jetzt gerade auf. Der König, der hat auch total viel Magenta hier auf dem Bild drauf. Siehst du das? Diese Mütze und diesen Schal. Also auch er zeigt das nach außen, dass er einfach super zufrieden ist auch, was er erreicht hat. Und dass er schon einen weiteren Blick hat. Also, es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Also, darum geht es bei dir. Etwas erreichen in dieser Woche oder auch schon etwas erreicht haben und dafür sich auch belohnen. Also, eine ganz tolle Grundenergie. Und wenn dir danach ist, einfach mal diese Woche die Füße lang zu machen und das, was in deinem Leben du schon erreicht hast, einfach zu feiern, zu genießen, dann mach das. Ja, schäm dich dafür nicht. Manchmal ist auch Zeit dafür, dass man sich da selbst so auf die Schulter klopft und sagt, ja, das ist ganz toll. Ja, so, dann gehen wir zu deiner nächsten Karte. Sind wir gespannt. Du hast 10 Gabriel. 10 Gabriel steht für die Feuerkraft. Hier hinten sehen wir das, dass hier diese Posaunen, das Rot, das steht für das Feuer. Und da lese ich dir mal vor, was die Karte bedeutet. Bitte deine Engel, dir hilfreiche Menschen zu schicken, um deine Last zu erleichtern. Du arbeitest zu viel, du versuchst zu sehr, anderen zu gefallen. Ah, da kriegen wir einen ganz wichtigen Hinweis. Also, wir hatten ja hier drin das Ausruhen bei dem König. Sich einfach mal gut gehen lassen, stolz sein auf das, was man erreicht hat. Und hier fordert man dich gerade dazu auf, Mensch, nimm dir mal eine Auszeit oder sei mal stolz auf das, ja, was du schon erreicht hast, ja. Reduziere auch vielleicht Stress. Wenn irgendetwas dich sehr stresst,
dann solltest du schauen, wie du das minimieren kannst, ja, damit du auch hier mehr und mehr in dieses Wohlgefühl von diesem König kommen kannst. Wenn du das tollste, florierendste Unternehmen hast und du lernst nicht abzugeben, zu verteilen, zu delegieren, dann wirst du so viel Stress haben, dass du gar nichts von deinem Erfolg genießen kannst. Ja? Also solche Dinge können auch sein. Das muss jetzt noch nicht mal sein, dass du irgendwie einen Hirnkonzern leitest, sondern auch die kleinen Dinge oder auch als Hausfrau, wenn man dann Management machen muss und schauen muss, Mensch, wie manage ich das? 3 Kinder, dann noch ganz viele andere Sachen, um die du dich vielleicht kümmern musst. Und auch hier zu gucken, was kann ich vielleicht delegieren, wo kann ich meine Kinder mit einspannen, wo kann ich andere Leute hinzuziehen. Einfach, dass auch ich mal ein bisschen genießen kann und auch abschalten kann. Also solche Themen sind hier gemeint. Du weißt am besten, in welches Thema das hier reingeht, worauf das abzielt. Dann, wenn du dir für irgendetwas Vorwürfe machst oder dich innere Schuldgefühle plagen, geht es auch darum, sich davon frei zu machen, sich davon zu lösen. Das ist unnötig. Ja? Das bringt dich auch von deiner Fülle, von deinem Wohlgefühl weg. Also, unnötiges Streichen, ausradieren. Unnötige Termine, unnötige Dinge, wo dir eh keinen Spaß machen. Ich habe schon so von Leuten gehört, die gehen wochenlang zu irgendwelchen Gruppentreffen und sagen mir dann, seit 4 Monaten habe ich keine Lust dahin zu gehen und quäle mich jede 14 Tage dahin. Ja, dann sollte man mal schauen, muss das wirklich sein? Mache ich damit wirklich was anderes? Sich das auch trauen, ja? Das ist nicht böse gemeint. Wenn du in der Nächstenliebe bleibst und das ehrlich rüberbringst, wird dir da auch niemand böse sein. Und der, wo das nicht versteht, also ja, der muss dann selber schauen, woran es dann bei ihm liegt, dass er das nicht verstehen kann, er oder sie. Ja, also hier wirklich schauen, was ist unnötig, was streiche ich von meiner Liste, was tut mir nicht gut, was tut vielleicht den anderen nicht gut und nimm das raus. Aber auch so unnötiger Ballast, ich schaue mir das Bild nochmal an, das ist so ein bisschen, ja, ein Besen hat die in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist sehr fein gemalt. Das ist auch immer so der Putz, ja. Vielleicht solltest du mal bei dir zu Hause auch was ausmisten, dich von unnötigem Kram befreien, wo du schon von Ewigkeiten in die eine Ecke und in die linke Ecke schiebst und denkst, Mensch, diese Kiste schiebe ich jetzt rum oder Möbelstücke, wo dich nerven. Also auch solche Dinge kann man sich davon befreien, kann sie weiter verschenken, kann sie weiter verkaufen, wie auch immer. Einfach abgeben, loslassen, dass sich jemand anders daran freuen kann. Ja, weil manchmal werden auch solche Güter zum Ballast, wenn wir zu viel davon haben, ja, wenn irgendetwas nur noch störend ist. Und das bringt auch Energien wieder in Fluss, bringt dich in eine größere Zufriedenheit. Und man mag es nicht glauben, wie so eine Ordnung schaffen und da wieder, ja, ein schönes Flair reinzubringen, ja, Themen auch löst. Also eine sehr schöne Energie hier für dich. Dann ging es ja bei der Karte um Hilfreiches, also dass dir hilfreiche Menschen jetzt zur Seite stehen. Sende ruhig die Botschaft nach oben aus, wenn du jemanden brauchst, wo dir hilft, ja, an diese, sage ich mal, überdimensionale Liebe, dass man dir hier die richtigen Menschen zuführt, die dir helfen können, ja, dass du hier auch vielleicht Verantwortung abgibst oder auch etwas delegieren lernst, wenn es denn notwendig ist. Ja, also man wird dir helfen, wenn du das hier aussendest und du kommst mehr und mehr in deine Zufriedenheit in dieser Woche. Schauen wir mal deine letzte Karte an. Und da hast du die Diana. Das ist auch eine tolle Karte. Und die Diana sagt uns, es geht in dieser Woche um die Konzentration, dass wir uns ganz intensiv auf etwas konzentrieren, was uns wichtig ist auch, ja. Die innere Ausrichtung, fokussiere dich auf deine Ziele, ja. Das hat auch damit zu tun, dass du Unwichtiges von deinem Plan streichst. Wenn du irgendetwas machst, was ja gar nicht dein Ziel ist und du machst es nur darum, weil man es vielleicht von dir verlangt, weil du denkst, es erwarten andere von dir,
Aber wenn du mal genau hinfragst, erwarten die das gar nicht. Das ist deine eigene Erwartungshaltung an dich selbst. Also hier wirklich mal schauen, wo sind meine Ziele? Gehe ich denen nach oder lenke ich mich mit tausend anderen Dingen ab? Weil Diana ist die Jagdgöttin und um jagen zu können, um was zu erlegen, muss ich ganz konzentriert auf einen Punkt sein, auf eine Sache. Wenn ich mich ablenken lasse, von außen habe ich verloren, dann erlege ich das Wild nicht. Ja, also hier wirklich konzentrieren. Sie macht dir Mut, denn die Diana fordert uns ganz tief in uns selbst, dass wir uns trauen, groß zu denken. Also große Ziele, große Visionen zu haben. Gerade insbesondere mit Magenta, wenn es hier auch um übergeordnete Dinge geht. Ja, wenn du wirklich dich in Gruppen engagierst oder irgendwo aktiv bist, dass du hier große Ziele dir setzt. Dass du vielleicht auch eine Gruppe motivierst, sich hier große Ziele zu setzen, sich was zuzutrauen. Also im Persönlichen wie auch im Gemeinschaftlichen. Einfach mehr zu wollen als das Normale, was erwartet wird. Sie sagt, erwarte immer das Beste. Ja? Also fokussiere dich auf das, was dir hier gerade wichtig ist. Die Jagd ist draußen. Also zeigt sie dir hier auch mit diesem wunderschönen Sternenhimmel. Wir haben sehr viele Nachtkarten diese Woche dabei. Also zumindest hier vorne. Sie fordert auf, auch draußen an die frische Luft zu gehen. Hier diesen Sternenhimmel zu beobachten. Vielleicht begegnen dir auch ganz tolle Sternschnuppen jetzt in den Nächten. Ich weiß nicht, ob der Himmel klar ist, hat es vorher schon gesagt. Wir haben auch hier die Mondenergie drauf. Sie trägt hier... Das sieht auch wie so eine Mondsichel aus und das glänzt so. Also sie hat hier auch Aspekte der Mondenergie in sich. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, am Samstag ist Vollmond. Also falls du da auch irgendwelche Rituale oder Dinge unternehmen möchtest, kannst du das tun. Und vielleicht möchtest du hier mit ihrer Energie arbeiten, gerade wenn es um Durchsetzung von Zielen und Wünschen geht. Sie arbeitet besonders gut mit Frauen zusammen. Also alle Männer, die das Orakel schauen, nicht traurig sein. Sie ist halt speziell eine Göttin, die auch von Frauen angerufen wird, denn sie hilft Frauen mehr und mehr in ihre Kraft zu kommen, in ihre Selbstbestimmung. Hat schon was von Emanzipation mit ihr, ja? Also, dass man noch mehr in die Kraft geht, in das Selbstvertrauen, sich etwas zutraut. Vielleicht sich zutraut, hier auch mal ein bisschen Chef zu sein, ja? Vielleicht ordnest du dich immer unter und musst jetzt hier mehr in deine Kraft kommen und möchtest dir hier mehr zutrauen. Sie bringt starke Schutzaspekte, besonders für die Tiere in der Natur, aber auch für die Kinder. Ja, wenn das Themen sind, die dich beschäftigen, Kinder, vielleicht auch Kinderschutz, solche Dinge, Kinderhilfe, aber auch Tierhilfe, was ja auch wieder diesen Gruppenaspekt und das Gemeinnützige, das Wohl für die Welt unterstützt. Also wenn dir sowas am Herzen liegt, vielleicht hast du auch Ideen dazu, möchtest da schon lange in die Richtung was machen, etwas unterstützen, vielleicht auch finanziell unterstützen und da ist es immer wieder verschoben, ja, hast dir vielleicht manche Sachen nicht zugetraut, dann fordert man dich hier noch mehr auf, hier reinzugehen. Es wird dir sehr viel zurückgeben, auch Positives. Also es ermutigt dich, ja. Und die Diana sagt auch was ganz Wichtiges an alle Frauen, die so ein bisschen Problem haben, wenn sie in ihre Kraft kommen, dass sie dann denken, sie werden zu männlich oder zu hart. Diana ist die Jagdgöttin, aber sie strahlt hier eine unglaubliche Schönheit auch aus, ja. Also sie sagt uns, es geht beides zusammen. Ja, wie so eine Amazone. Die Amazonen galten ja als wunderschön und auch verführerisch für die Herren, aber sie waren trotzdem Kämpferinnen und hart. Aber sie waren auch sehr weiblich. Also es geht beides. Man kann für seine Rechte einstehen und trotzdem wunderschön sein und anziehend sein. Es geht beides, ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir wünschen uns ja auch von den Männern, dass sie einerseits
sag ich mal, Männer sind und nicht so verweichlicht werden. Auf der anderen Seite wünschen wir uns aber auch, dass die Männer kuschelig sind und dass sie vielleicht auch mal Tränen zeigen, wenn es wichtig ist, ja. Also da ist ja auch beides gefordert und das ist auch bei den Herren so. Also wenn du als Mann sehr hart bist, dann kann es hier eine Aufforderung sein, geh auch in deine Weichheit, in deine weibliche Seite, die du auch in dir trägst, ja. Oder wenn du ein Mann bist, wo sehr viel weibliche Anteile in dir hat, dann fordert sie dich auch auf, hier mal die andere Seite zu zeigen. Ja, also es geht hier um eine Ausgewogenheit auch, ja, in beidem, ja. Also ganz wunderschöne Energien hier auch für dich. Wir haben sehr viel Mondkraft, sehr viel Mondenergie hier drin in der Vollmondwoche. Das braucht uns nicht wundern. Ich lege dir hier, das ist auch so tolle Karten, hier diese beiden Karten mal oben drauf und deinen magentafarbenen Stein dazu. Also ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Wie immer freue ich mich, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr mir Informationen, Anregungen schickt zum Video. Ihr könnt wie immer auch meine Facebook-Seite mit einem Gefällt mir versehen. Dort erhaltet ihr dann auch gleich eine Botschaft, wenn ich das Video hochlade. Aber auch hier, wenn ihr bei YouTube direkt abonnieren möchtet. Ansonsten findet ihr auch auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Webseite Angebote zu meinen persönlichen Beratungen, falls du so etwas wünschst. Also alles Liebe, eine ganz liebe Umarmung von mir an euch und eine gute Woche. Bis bald, eure Dani. Tschüss!